Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr euch einen coolen Beach-Look machen könnt. Als allererstes, bevor ich jetzt hier anfange, ein ganz großes Dankeschön an Kerstin Haidu, die Hair- und Make-up-Stylistin, die mir diese Tipps gegeben hat. Also Kerstin, überragend. Vielen, vielen Dank dafür. Sie hat mir nämlich gezeigt, welche Produkte ich dazu verwenden sollte, um einen coolen Beach-Look zu kreieren. Und die habe ich angewendet und in der letzten Zeit habe ich das echt oft genutzt. Und nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So, als zweites muss ich mal kurz sagen, dass nochmal, liebe Herrschaften, auch wenn es Frauenprodukte sind, heißt es noch lange nicht, ja, dass diese Produkte schlecht für uns Männer sind. Aus dem Grund habe ich mir jetzt einfach mal ein Frauenprodukt mit dazu genommen und ich finde es richtig Bombe. Also das riecht vor allen Dingen richtig gut. Ich habe immer das Gefühl so, wow, krass, nein, das riecht ganz gut. Aber nee, Spaß beiseite. Also nur weil ein Produkt zum Beispiel für Frauen ist, heißt ja lange nicht, dass es für Männer schlecht ist. Also scheut euch nicht davor, dass ihr zum Beispiel ein Produkt aus dem Frauenregal nimmt und das selber für euch nutzt. No homo. Aber Leute, wenn das Produkt gut ist, nutzt es einfach. So, starten wir. Wie funktioniert der coole Beach Look? Als allererstes, welche Produkte brauchen wir alles dafür? Einen Kamm, ein Leave-In Conditioner, ein Sea Salt Spray, gut haltende Paste und ein wenig Haarspray. Schritt Nummer 1. Nachdem ich aus der Dusche gekommen bin, benutze ich einen Kamm. Und zwar einen etwas groben Kamm, wie man hier sehen kann. Und diesen groben Kamm, mit diesem groben Kamm kämme ich mich dann ganz entspannt nach hinten hin, dass meine Haare schon eine etwas vernünftigere Struktur bekommen. So, und dann kann man das auch zweimal machen, also einmal durchkämmen, nochmal mit der Hand durchfassen und dann nochmal durchkämmen, gar kein Stress. Und wenn man dann das Gefühl hat, hey, das reicht, dann Ende. Dann kommen wir direkt zu Schritt Nummer 2. Einen Leave-In Conditioner. Leute, Kerstin, danke, 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 dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Und ich kann auch euch diesen Tipp nur geben, nutzt einen Leave-In Conditioner. Richtig, richtig gut. Nachdem ich mir dann meine Haare gekämmt habe, dann spray ich mir diesen Leave-In Conditioner in die Haare rein. Ich spraye mir den überall rein, verteile den auch schön und anschließend nehme ich wieder den groben Kamm und kämme wieder meine Haare. So, und das mache ich 2-3 Mal. Und wenn ich das gemacht habe, ganz entspannt meine Haare eingesprayt habe und ich das Gefühl habe, dass meine Haare auch vollständig mit dem Leave-In Conditioner eingesprayt sind, dann warte ich ein Weilchen. Nachdem ich dann ein Weilchen gewartet habe, nehme ich nochmal den Leave-In Conditioner und spray die Stellen ein, wo der Leave-In Conditioner schon sehr schnell eingezogen ist. Das sind zum Beispiel mal immer die Seiten. Da merkt man auch immer ganz doll, okay, da ist es vielleicht noch nicht so viel oder da ist der Leave-In Conditioner sehr schnell eingezogen. Dort ist es mittlerweile auch schon wieder ein bisschen trocken. Da spray ich dann nochmal ein bisschen nach, kämme das Ganze nochmal und dann fasse ich mir nochmal richtig schön mit meiner Hand durch die Haare, dass mal ein bisschen Struktur in die Haare reinkommt. Und ich muss sagen, Leute, Leave-In Conditioner ist echt richtig, richtig geil. Egal, was für einen Look ihr euch macht mit euren Haaren, nutzt einen Leave-In Conditioner, also für mich wirklich ein richtig, richtig gutes Produkt. Ich packe auch noch einen Link in die Infobox rein. Nachdem ihr dann den Leave-In Conditioner ein wenig einwirken habt lassen, die Haare sollten anschließend, ich sag mal so, ich warte mal so 5 bis 10 Minuten, dann sind die Haare immer noch ein bisschen feucht. Und wenn die Haare noch ein bisschen feucht sind, dann können wir mit Schritt Nummer 3 weitermachen. Und zwar womit? Einem Sea Salt Spray. Leute, ich habe jetzt, kein Scheiß, das heißt Langhaarmädchen. Also ich habe mir jetzt Langhaarmädchen gekauft und ich muss sagen, Leute, dieses Langhaarmädchen ist echt gut. Dieses Sea Salt Spray, muss ich sagen, ist ein bisschen dicker in der Struktur. Also wenn man das in die Haare sprayt, es fühlt sich einfach ein bisschen dicker an als so ein normales Spray, was man sich in die Haare reinsprüht. Und es wirkt auch besser. Und mit dem Sea Salt Spray, das verteile ich dann auch komplett in meinen ganzen Haaren. So, verwuschel das Ganze, damit auch überall an allen Ecken und Kanten das Sea Salt Spray drin ist. Problem, was dann auftaucht, wenn ihr das Sea Salt Spray in euren Haaren habt, dann kann es sein, wenn ihr zu viel drin habt, dass eure Haare relativ platt sind, dass nicht mehr so viel Volumen da ist. Das ist natürlich doof, ja, ich hatte es schon ein paar Mal, dass ich mir einfach zu viel da reingeknallt habe und dann waren die Haare zu feucht
und zu nass noch und dann hat es einfach die ganze Mähne so ein bisschen nach unten gedrückt. So, was habe ich dann gemacht? Nachdem ich das Sea Salt Spray verteilt habe, habe ich auch ein bisschen gewartet. Ich habe es aber überall schön verteilt und auch das gleiche wie beim Leave-In Conditioner. Wenn ihr zum Beispiel an einigen Stellen merkt, da ist noch nicht genug drin, dann zum Beispiel gerade an den Spitzen, ja, dann nehmt einfach das Sea Salt Spray und sprayt einfach nochmal nach. Kein Problem. So, wenn ihr das dann gemacht habt, Schritt Nummer 3 beendet habt und das Sea Salt Spray in den Haaren habt, dann nutze ich noch eine Paste, die genau das Problem, was ich gerade beschrieben habe, wenn die Haare nämlich zu platt sind, dass die so ein bisschen mehr Volumen reinbringen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Paste mit ein bisschen Stärke drin, dass eure Haare auch dementsprechend geformt werden können. Ich habe jetzt nochmal, weil ich noch was hatte, von Orient benutzt, die Texture Paste. Cooles Produkt, passt auch für diesen Look ganz gut, aber es ist völlig egal, ihr könnt auch eine Strandmatte nehmen oder sonstige Sachen. Auf jeden Fall braucht ihr eine Paste, die so ein bisschen Festigkeit in eure Haare reinbringt und mit der ihr auch ein bisschen Volumen erzeugen könnt. So, dann nehme ich ein bisschen aus der Paste raus und wenn ich ein bisschen aus der Paste rausgenommen habe, verteile ich das auch ein bisschen in meinen Haaren rein und versuche genau die Stellen, die mir zu platt wirken auf meinem Kopf, die versuche ich mit der Paste so ein bisschen rauszuarbeiten und so ein bisschen extremer zu machen. Auch wenn es zum Beispiel Locken sind oder die Seiten, wenn man die zum Beispiel ein bisschen mehr angelegt haben möchte, dann verpasse ich da halt ein bisschen texturierende Paste oder halt eine etwas stärkere Paste rein und dann wirkt das Ganze schon ganz gut. So, kommen wir jetzt zum letzten Schritt, Schritt Nummer 5, dem Haarspray. Muss man nicht machen, kann man aber. Ich persönlich mache es, weil man kann mit dem Haarspray noch ein bisschen mehr Form reinbringen. Da müsst ihr aber allerdings relativ schnell sein. Ich spraye meine Haare dann relativ fix ein und versuche dann auch noch meine Haare zu formen. Also ich nehme noch meine Haare, meine Haarspitzen in die Hand und wenn ich zum Beispiel an zwei, drei Stellen sehe, okay krass, da will ich noch ein bisschen mehr Volumen raus haben, dann ziehe ich die Haare auch noch vielleicht ein bisschen nach oben hin, dass man halt so ein bisschen Volumen noch reinbekommt, wenn man das mit der Paste nicht geschafft hat. Zudem kann man dann auch noch seine Seiten so ein bisschen anformen mit dem Haarspray und ja, dann war es auch eigentlich schon. Wenn ihr später das Gefühl habt im Laufe der Zeit, wenn ihr zum Beispiel über den Tag verteilt, merkt so, hey, dieser Wet Beach Look lässt an einer Stelle nach, könnt ihr noch ein bisschen Langhaarmädchen nachsprühen, gar kein Problem. Aber wichtig, wenn ihr Haarspray nehmen solltet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr anschließend nicht mehr zu viel in euren Haaren rumfummelt, weil dann sieht es nachher uncool aus. Dann habt ihr nämlich so ein, ihr kennt das ja, wenn ihr so Haarspray reingemacht habt und anschließend das Haarspray so ein bisschen rausgeht, dann sieht das nicht mehr cool aus. Dann ist es eher so, da war mal was drin, aber das ist dann schon wieder raus und da müsst ihr wirklich aufpassen. So, wenn ihr Haarspray benutzt, schnell reinsprühen, das Haarspray. Und wenn ihr das gemacht habt, dann formt ein bisschen, ratzfatz, und dann lasst ihr es wirken. Wenn ihr zu viel und zu lange mit euren Händen eure Haare formt, dann sieht es nachher irgendwann nicht mehr nach Beach- und Wet-Look aus, sondern dann sieht es nachher ein bisschen uncool aus. Ja, so, das ist mein Tutorial für einen Beach-Look. Vielen, vielen Dank nochmal an Kerstin. Echt, diese Produkte haben mir wahnsinnig weitergeholfen. Und falls euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen oder auch vielleicht auch zwei nach oben. Support ist kein Mord. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, welche Produkte ihr nutzt, was ihr von mir für Fragen haben wollt, beantwortet haben wollt. Alles Mögliche. Ich freue mich. Bis dahin. Adios. Amigos.